Wir haben das Jahr 2024 und natürlich gibt es in diesem Jahr einige steuerliche Änderungen. Zugegebenermaßen gibt es sogar deutlich mehr Änderungen als in den letzten Jahren. Ich muss aber dazu sagen, dass noch nicht alles 100% final beschlossen worden ist. Du wirst mit Sicherheit mitbekommen haben, dass die Politik so ein kleines bisschen am Struggeln war zum Jahreswechsel, so einen Haushalt für 2024 aufzustellen. Und wir warten auch noch auf das Wachstumschancengesetz. Und in diesem Wachstumschancengesetz sollen auch einige Dinge geregelt werden, die für dich als Selbstständiger relevant sein sollten. In diesem Video spreche ich aber alle Punkte an, von denen man ja eigentlich gesichert ausgehen kann, dass sie ab dem Jahr 2024 gültig sind. Und wenn sich da noch etwas tun sollte, dann werde ich dich hier auf diesem Kanal natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen ist es immer eine gute Idee, diesen Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand rund um alle steuerlichen und buchhalterischen Veränderungen, die es für Selbstständige gibt. Und wir schauen uns mal den ersten Punkt einfach an. Und zwar ergeben sich einige Punkte rund um den Einkommensteuertarif. Und zwar wird ehrlicherweise auch das wie jedes Jahr der Grundfreibetrag angehoben. Der betrug letztes Jahr 10.908 Euro. Das ist der Betrag, den du quasi steuerfrei, einkommensteuerfrei verdienen darfst. Und der wurde angehoben von 10.908 Euro auf jetzt 11.604 Euro. Das heißt, das ist das, was du an Einkommen haben darfst, bevor Einkommensteuer anfällt. Und in der Einkommensteuer wird zum Beispiel auch der Kinderfreibetrag angehoben. Der lag bei 6.024 Euro und jetzt für das Jahr 2024 liegt er bei 6.384 Euro. Diese kleinen Anhebungen sind ehrlicherweise vollkommen üblich. Die kommen jedes Jahr. Das heißt, zum Beispiel der Grundfreibetrag wird eigentlich jedes Jahr so ein kleines bisschen angehoben. Ich meine, wir haben auch Inflation. Da ist es auch das Mindeste, dass so der Grundfreibetrag angehoben wird. Es gibt aber auch noch einige Dinge, die sind speziell für Selbstständige super interessant. Zum Beispiel der zweite Punkt, und zwar die Buchführungspflicht. Wenn du Freiberufler bist, dann kannst du ja immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und wenn du Gewerbetreibender bist, dann kannst du auch, wenn du nicht so viel Gewinn und so viel Umsätze machst, eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und wenn du bestimmte Grenzen überschreitest, dann musst du eine Bilanz erstellen. Das heißt, dann wird deine Buchhaltung etwas umfangreicher. Ich habe zum ganzen Thema Buchhaltung als Selbstständiger natürlich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, wo ich die Unterschiede erklärt habe zwischen Bilanzierung und Einnahmenüberschussrechnung. Du findest das und eine ganze Reihe an vertiefenden Videos unten in der Videobeschreibung. Und die Grenze war in der Vergangenheit für Gewerbetreibende immer 600.000 Euro Umsatz im Jahr und 60.000 Euro Gewinn. Das heißt, wenn du eine der beiden Grenzen überschritten hast, dann bist du als Gewerbetreibender bilanzierungspflichtig geworden. Und diese Grenzen werden jetzt angehoben und jetzt liegen sie bei 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Euro Gewinn. Das heißt, Gewerbetreibende können ein wenig länger die einfache Form der Buchhaltung erledigen. Und dann gab es bei Anlagevermögen, zumindest während Corona, eine spannende Ausnahmeregelung. Das gab es früher einmal, und zwar die degressive Abschreibung. Wir kennen normalerweise die lineare Abschreibung. Also wenn ich beispielsweise ein Auto kaufe für 60.000 Euro, dann verteile ich die Anschaffungskosten dieses Autos auf 6 Jahre und setze dann 10.000 Euro pro Jahr ab. Von der Steuer, also in der Buchhaltung als Betriebsausgabe, als Abschreibung, kann ich dann 10.000 Euro pro Jahr absetzen. Die degressive Abschreibung ist eine Abschreibung, die immer kleiner wird. Das heißt, in den ersten Jahren kann ich viel mehr von der Steuer absetzen und dann ja im Laufe der Nutzung des Wirtschaftsgutes, also zum Beispiel des Autos, sinken die Abschreibungsbeträge. Das heißt, ich kann aber relativ früh einen höheren Betrag absetzen und dadurch mehr Steuern sparen durch Investitionen. Und das gab es ganz früher schon einmal. Aber dann wurde es während Corona, um quasi die Wirtschaft zu incentivieren, am 01.01.2020 eingeführt und das Ganze lief bis zum 31.12.2022. Aber der Gesetzgeber möchte auch jetzt in der aktuellen Krisensituation, dass die Unternehmen und die Selbstständigen in Deutschland investieren und deswegen soll es die degressive Abschreibung auch geben für alle Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.09.2023, also ab dem 01.10.2023 angeschafft worden sind und bis zum 01.01.2025. Das heißt, im Jahr 2024 kannst du die degressive Abschreibung für deine Investitionen nutzen. Die vierte spannende Änderung gibt es bei Elektrofahrzeugen, und zwar der Versteuerung der privaten Nutzung von einem Elektro-Firmen-Kfz. Und zwar gibt es da ja nicht die 1%-Methode, sondern die 0,25%-Methode. Das heißt, du versteuerst nur ein Viertel von dem, was du
im Vergleich zu einem Verbrenner versteuern müsstest. Und diese Steuererleichterung war immer möglich bis zu einem Bruttolistenpreis des Elektrowagens von 60.000 Euro. Und diese 60.000 Euro wurden jetzt auch ein wenig angehoben und jetzt kannst du quasi als Firmen-Kfz Elektrofahrzeuge anschaffen bis zu einem Bruttolistenpreis von 70.000 Euro und trotzdem ja, 75% der Steuern sparen. Eine fünfte spannende Steueränderung bezieht sich nicht wirklich auf Selbstständigkeit. Ich finde sie aber trotzdem so spannend, dass ich sie einmal in dieses Video einbringen wollte. Und zwar ist es ein Freibetrag für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Apartment vermietest und unter 1.000 Euro Gewinn machst, dann ist das Ganze in Zukunft steuerfrei. Ja, vielleicht sagst du jetzt, das ist ja schön und gut, aber ich möchte ja ganz bewusst vielleicht buchhalterisch durch ja, schnellere Abschreibung Verluste machen, weil ich ja quasi über die Immobilien ein Vermögen aufbauen möchte. In diesen Fällen kannst du tatsächlich trotzdem auch eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, Verluste aus Vermietung und Verpachtung kannst du trotzdem steuerlich wirksam machen. Aber wenn du Gewinne machst, sind sie bis zu 1.000 Euro Gewinn im Jahr steuerfrei. Von dem sechsten Punkt hast du mit Sicherheit schon einmal gehört. Und den solltest du vor allem dann kennen, wenn du in der Gastronomie arbeitest. Aber auch, wenn du mal ein Geschäftsessen hast, ist das ganz praktisch zu wissen. Und zwar ist es der Umsatzsteuersatz in der Gastronomie. Und zwar ist es folgendermaßen. Vor Corona war ein Restaurantbesuch immer mit 19% Umsatzsteuer. Aber Lebensmittel, also der Einkauf von Lebensmitteln, beispielsweise im Supermarkt, der betrug immer nur 7%. Das heißt, auf Lebensmittel im Supermarkt sind 7% Umsatzsteuer und im Restaurant 19%. Und der Gesetzgeber hat während Corona gesagt, na, wir müssen die Gastronomie entlasten und deswegen senken wir temporär den Umsatzsteuersatz auch im Restaurant auf 7%. Das Ganze war von vornherein nur eine vorübergehende Absenkung und die ist jetzt ausgelaufen. Das heißt, Restaurantbesuche sind seit dem 1. Januar 2024 wieder mit 19% Umsatzsteuer. Das ist, wenn du nicht aus der Gastronomie kommst, vor allen Dingen dann interessant, weil du natürlich die Bewirtungsbelege einmal kontrollieren musst und natürlich dann mit 19% Vorsteuer in deiner Buchhaltung erfassen musst. Der siebte Punkt bezieht sich auch auf Investitionen, und zwar auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Und zwar ist es in der Vergangenheit ja so gewesen, dass du Anschaffungen bis 800 Euro netto nicht abschreiben musstest. Das heißt, die durftest du sofort als Betriebsausgabe absetzen. 800 netto sind 952 Euro mit Umsatzsteuer. Und diese Grenze von 800 Euro, die wird jetzt angehoben auf 1.000 Euro. Das heißt, ab jetzt kannst du Investitionen mit 1.000 Euro netto oder 1.190 Euro inklusive Umsatzsteuer sofort in den Aufwand buchen. Das heißt, diese Investitionen musst du nicht mehr abschreiben. Beispielsweise dein Smartphone, wenn das jetzt 990 Euro netto kostet plus Umsatzsteuer, dann musst du es in Zukunft nicht mehr abschreiben. Der achte Punkt bezieht sich auf Geschenke an Geschäftspartner. Ehrlicherweise sind Geschenke an Geschäftspartner absolute Katastrophe, weil du unterjährig dokumentieren musst, welchem Geschäftspartner du welche Geschenke gemacht hast, weil du den Kauf dieser Geschenke nur absetzen kannst als Betriebsausgabe, wenn ja diese Geschenke an diesen Geschäftspartner nicht teurer als 35 Euro waren in dem ganzen Jahr. Und diese 35 Euro, die wurden jetzt angehoben auf 50 Euro. Die Regelung ist immer noch absolute Katastrophe und du findest auch weitere Informationen dazu, nur um das mal zu verstehen, unten in der Videobeschreibung. Hier an dieser Stelle kannst du dir aber merken, in Zukunft darfst du ja deinen Geschäftspartnern ein bisschen teurere Geschenke machen und zwar unglaubliche 50 Euro pro Jahr. Das heißt, der Blumenstrauß oder die Pralinen, die dürfen jetzt ein kleines bisschen mehr kosten und du darfst dann die Anschaffung Kosten trotzdem als Betriebsausgabe buchen. Natürlich darfst du deinen Geschäftspartnern auch nach wie vor teurere Geschenke machen, dann darfst du aber tatsächlich die Anschaffungskosten nicht mehr als Betriebsausgabe erfassen. Der neunte Punkt, den du kennen solltest, ist die Ist-Besteuerung. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Besteuerung. Die Soll- und Ist-Besteuerung regelt, wann du Umsatzsteuer abführen musst. Und zwar gibt es ja mehrere Zeitpunkte. Einmal gibt es das Leistungsdatum, das Rechnungsdatum und das Zahlungsdatum. Und bei der Sollbesteuerung musst du die Umsatzsteuer immer dann abführen, wenn du die Rechnung gestellt hast. Und bei der Ist-Versteuerung musst du die Umsatzsteuer erst dann abführen, wenn du das Geld auf dem Konto hast. Das ist alles überhaupt gar kein Drama, wenn deine Rechnungen schnell bezahlt werden. Aber wenn du, ja, Kunden hast, die dich langsam bezahlen und das ist zum Beispiel bei großen Konzernen häufig der Fall oder beim öffentlichen Dienst, dass du eine Rechnung stellst, vielleicht auch sehr hohe Rechnungen und dieses Geld dann erst
in ferner Zukunft irgendwann mal bekommst. Und dann ist das super ärgerlich. Stellen wir uns mal vor, du schreibst eine 10.000 Euro Rechnung. Dann ist auf dieser 10.000 Euro Rechnung 1.900 Euro Umsatzsteuer. Und diese Rechnung wird erst nach 6 Monaten bezahlt. Nach der Sollversteuerung musst du tatsächlich diese 1.900 Euro Umsatzsteuer sofort abführen, obwohl du noch gar kein Geld hast. Das heißt, du streckst die Umsatzsteuer in gewissermaßen vor. Und bei der Ist-Versteuerung zahlst du die Umsatzsteuer erst dann, wenn du das Geld auf dem Konto hast. Allerdings dürfen nur kleine Unternehmen diese Ist-Versteuerung wählen. Und die Grenze war in der Vergangenheit bei 600.000 Euro Umsatz. Das heißt, wenn du unter 600.000 Euro Umsatz gemacht hast, durftest du die Ist-Versteuerung wählen. Und diese Grenze von 600.000 Euro wurde jetzt angehoben auf 800.000 Euro. Das heißt, in Zukunft, wenn du unter 800.000 Euro Umsatz machst, kannst du die Ist-Versteuerung wählen. Und wenn du dann drüber bist, musst du ja die Sollversteuerung nehmen. Der 10. Punkt ist eine Bürokratieerleichterung für Kleinunternehmen. Und zwar gab es eine ziemlich absurde Regelung für Kleinunternehmer. Und zwar als Kleinunternehmer zahlst du ja keine Umsatzsteuer. Also du weist keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen aus und dadurch machst du auch keine Umsatzsteuervoranmeldung. Was du aber immer machen musstest, ist einmal im Jahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Du musstest keine Umsatzsteuer zahlen, aber du musstest tatsächlich einmal im Jahr trotzdem auch als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuerjahreserklärung an das Finanzamt übermitteln. Und da hat sich der Gesetzgeber jetzt überlegt, das ergibt ja gar keinen Sinn. Bei kleinen Unternehmern verdienen wir ja gar kein Geld und das ist für uns nur Arbeit, das ist für den kleinen Unternehmer nur Arbeit, dann lassen wir das Ganze. Das heißt, als Kleinunternehmer musst du ab 2024 keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben. Der nächste Punkt ist jetzt nicht speziell für Selbstständige, aber ja, alle Selbstständige sollten das auf jeden Fall wissen. Und zwar geht es um private Veräußerungsgeschäfte. Ich habe zu dem ganzen Thema private Veräußerungsgeschäfte auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Und bei privaten Veräußerungsgeschäften ist es folgendermaßen. Wenn du bestimmte Gegenstände, beispielsweise auch Bitcoin oder Gold, innerhalb eines Jahres kaufst und wieder verkaufst und damit einen Gewinn erzielst, dann musst du Steuern bezahlen, aber erst, wenn dieser Gewinn über 600 Euro liegt. Und diese Freigrenze wurde jetzt ausgeweitet auf 1.000 Euro. Das heißt, mit privaten Veräußerungsgeschäften darfst du jetzt 1.000 Euro Gewinn machen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Hier aber ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn zwischen Kauf und Verkauf über ein Jahr ist, dann ist das Ganze sowieso steuerfrei. Und tatsächlich auch dann, wenn du Verluste machst. Also wenn du zum Beispiel Kinderklamotten oder Spielzeuge oder was auch immer einfach wieder verkaufst und damit aber einen Verlust machst, dann musst du darauf natürlich auch keine Steuern bezahlen. Das heißt, nicht die Erlöse sind steuerpflichtig, sondern der Gewinn. Alles Weitere erfährst du dann in dem vertiefenden Video, was du unten in der Videobeschreibung findest. Den nächsten Punkt finde ich persönlich wieder super spannend. Und zwar ist der nächste Punkt auch wieder dafür gedacht, dass du in deiner Selbstständigkeit, du als Unternehmer oder Unternehmerin, mehr investierst. Und zwar geht es um die Sonderabschreibung. Und zwar haben wir vorhin ja schon über die Abschreibung gesprochen. Du verteilst normalerweise die Anschaffungskosten. Jetzt kannst du sie übrigens auch wieder degressiv verteilen über die Jahre. Aber es gibt auch noch die Sonderabschreibung. Die kannst du immer dann nutzen, wenn dein Gewinn unter 200.000 Euro liegt. Und dann kannst du einmalig, quasi als Kickoff, kannst du 20% extra abschreiben. Das heißt, wenn du ein Auto kaufst für 60.000 Euro, dann konntest du immer 12.000 Euro sofort abschreiben, musstest dann halt nur die verbleibenden Anschaffungskosten, also 60.000 minus 12.000 Euro Sonderabschreibung, sind dann 48.000 Euro. Und diese 48.000 Euro verteilst du dann auf die Nutzungsdauer bei einem Auto 6 Jahre. Und diese 20%, die wurden jetzt angehoben, und zwar richtig kräftig angehoben, auf 50%. Das heißt, bei Investitionen kannst du im Jahr der Anschaffung 50% als Sonderausschreibung buchen. Und das macht tatsächlich Investitionen super spannend. Und auch wenn man sich mal überlegt, dass man Investitionsabzugsbeträge, die degressive Abschreibung und die Sonderabschreibung miteinander kombinieren kann. Also diese ganzen Regelungen machen steuerliche Investitionen tatsächlich super attraktiv. Beim nächsten Punkt geht es um Umsatzsteuervoranmeldungen. Genauer gesagt um die Frequenz. Und zwar musst du als umsatzsteuerpflichtiger Selbstständiger ja regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und die Frequenz richtet sich immer nach der gesamten Umsatzsteuerschuld des letzten Jahres. Das heißt, du rechnest die gesamte Umsatzsteuerschuld des letzten Jahres einmal zusammen und wenn du da über 7.500 Euro gezahlt hast, also wenn du im letzten Jahr über 7.500 Euro Umsatzsteuer insgesamt an das Finanzamt gezahlt hast, musst du in diesem Jahr eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und in der Vergangenheit war es so, dass du eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musstest, wenn du im letzten Jahr unter 7.500 Euro
aber über 1.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt hast. Und genau diese 1.000 Euro wurden jetzt angehoben, denn du musst eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, wenn du im letzten Jahr zwischen 2.000 und 7.500 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt hast. Und wenn du unter 2.000 Euro Umsatzsteuer im letzten Jahr gezahlt hast, dann musst du unterjährig gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Dann reicht es, wenn du einfach einmal im Jahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgibst. Und wir erinnern uns, Kleinunternehmer müssen das Ganze gar nicht mehr machen. Und der letzte Punkt in diesem Video sind Verpflegungsmehraufwendungen. Verpflegungsmehraufwendungen sind Pauschalen, die du in deiner Buchhaltung absetzen kannst, wenn du außer Haus tätig bist. Also wenn du den gesamten Tag einfach unterwegs bist, auf Seminaren, auf Kundenterminen, auf Messen und so weiter, dann kannst du eine Pauschale für die erhöhten Verpflegungskosten absetzen. Du kannst ja deine eigene Verpflegung nicht als Betriebsausgabe buchen. Das heißt, wenn du irgendwo unterwegs bist und alleine einfach im Restaurant ist oder an der Imbissbude, dann darfst du diese Kosten nicht als Betriebsausgabe buchen. Was du aber darfst, ist eine Pauschale absetzen. Und diese Pauschale ist abhängig davon, wie lange du an dem Tag unterwegs warst. Wenn du den ganzen Tag unterwegs warst, also 24 Stunden, dann kannst du 28 Euro für diesen einen Tag absetzen. Für den An- und Abreisetag kannst du 14 Euro jeweils absetzen und wenn du an einem Tag morgens hinfährst und abends wieder zurückkommst, aber 8 Stunden lang unterwegs warst, kannst du auch an diesen Tagen 14 Euro absetzen. Auch dazu gibt es übrigens ein Grundlagenvideo, was du unten in der Videobeschreibung findest. Und diese Verpflegungsmehraufwandspauschalen, die werden jetzt auch angehoben. Und zwar die 28 Euro Pauschale wird zur 32 Euro Pauschale und die 14 Euro Pauschale wird zur 16 Euro Pauschale. Das heißt, ab dem Jahr 2024 kannst du mehr Verpflegungsmehraufwand buchen. Und mein dringender Appell ist, mach es bitte. Das sind quasi geschenkte Betriebsausgaben, denn du musst keine tatsächlichen Kosten haben. Und ich sehe es unglaublich oft, dass das Selbstständige einfach nicht machen. Aber da lohnt sich tatsächlich das Zeitinvestment, einfach mal durch den eigenen Kalender zu gehen und diese Verpflegungsmehraufwendungen in der Buchhaltung zu erfassen. Das waren die steuerlichen Änderungen, die du als Selbstständiger im Jahr 2024 kennen solltest. Wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Das heißt, da kann sich unter Umständen noch etwas tun, vielleicht kommt noch etwas dazu, vielleicht wird noch etwas angepasst und deswegen würde ich dringend raten, abonniere diesen Kanal, denn sobald es da irgendwelche News gibt, erfährst du es hier als erstes. Und wenn du dir denkst, dass du das Ganze gar nicht selbst machen willst oder dass du ab dem Jahr 2024 nicht nur neue Gesetzesänderungen haben willst, sondern auch neue Software, mit denen die Buchhaltung, Steuererklärung und so ein bisschen einfacher geht, dann findest du unten in der Videobeschreibung meine Empfehlungen. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier. Und du kannst natürlich jetzt auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.